Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Wir sind wieder mal auf der Giants Island unterwegs und wir sind bereits in Folge. Oh, hier vom schlauen Zettel. In Folge 68 gelandet. So schnell geht's. Ja, wir werden mal mit dem guten kleinen MB-Truck hier, der sich aber beim Güllefarm bewährt hat, schon mal Runde das Güllefass zum Ziel bringen. Wir werden gleich die Mitteilung kriegen, und aber 98% ist, dass der Drescher voll ist. Das ist alles genau passend. Er dreht anscheinend der Drescher gerade. Ich hoffe nicht mit dem Rohr in die, aber bei meinem Glück wird es so sein. Gerade frisch in die Frucht gedreht hat, natürlich praktischerweise. So, mit dem hier werden wir am Ende hier fahren, weil wir da noch einen Streifen machen müssen. Einmal kurz rein, dann drehen wir wieder und setzen nochmal neu an. Das Feld hier haben wir schon komplett dann erledigt. Das ist bereits gefühlt, gedruckert, gesät, für alles sozusagen. Ja, da ich gerade am Fahren bin, werde ich jetzt wohl ein bisschen weiter drüber fahren. Ja. Ja, ich weiß, ich fahre es tausendmal auf dem gesäten rum. So, jetzt fahre ich hier wieder raus. Und bevor wir die neue Spule machen, werden wir erstmal das Ganze neu ansetzen. So, erstmal, wir müssen den Drescher leer machen. Der Drescher ist in der Frucht stehen. Wette ich mit euch. Und ich glaube, das sieht auch genauso aus. Ja, der Flug drehte schon mal seine Bahn, das ist schon mal gut. Da hat er schon mal ein bisschen Vorsprung. So. Gut, und rausspringen, rüberrennen, reinhüpfen. Ich glaube nicht, dass ich so eng drehen kann. Richtig, richtig, ich glaube, war ein bisschen dicht rangefahren. Aber das kriegen wir auch hin. So, raus mit dem Zeug. Der hat dann schon über die Hälfte voll. Das heißt, da haben wir schon einige 10.000 Liter drin. Das ist doch schon mal gut. Wir haben auch noch nicht mal die Hälfte vom Feld gemacht, glaube ich. Das ist auch gut. Passt das alles? Heißt also, ich könnte jetzt ruhig zwischendurch noch mal eine Runde ihn leer machen gehen, weil eh nicht alles reingehen würde. Das ist schon mal gut zu wissen und das kann man auch dementsprechend zwischendurch machen. So, ich glaube, ich muss ihn einmal ein bisschen anders ansetzen, das habe ich nicht so optimal gefahren. So, dann lege ich mal los, mein Freund. Der sieht aber ganz komisch aus, seht ihr das? Das ist ziemlich viel über. Wenn wir das hier gucken, weiß ich auch nicht. Naja, du machst das schon. So, ja, ihn wollten wir auf jeden Fall zusammenklappen. Dann wollten wir mal den freundlichen Nachbarn ärgern und über sein Feld klettern. Naja, eigentlich nicht. Was wir hier machen wollen, ist auf jeden Fall die neue Sämaschine holen. Aber wie gesagt, das lohnt sich noch nicht, das Ganze anzumachen. Das muss man leider so sagen. Deswegen werde ich wahrscheinlich jetzt auch eine kleine Pause mit der Sämaschine machen. Ich werde nur die hier wegbringen. Und dann werden wir mal gucken, was die Dieselproduktion so macht, ob da schon ein paar tausend Liter zusammengekommen sind, die wir
mal zwischendurch abholen und in die in die Sojamilchfabrik geben können, damit die rund läuft weiter. Das wäre nicht ganz uninteressant. Ich fahre jetzt erstmal hier einen kleinen Bogen und stelle die gute Seemaschine erstmal wieder ab hier. So, absetzen, auswandern, raus, wir springen kurz zum Shop. Shop ist ja, wie ich schon sagte, bis jetzt haben wir Glück gehabt, dass wir nicht überfahren worden sind, ey. So, da sind wir wieder. Was sagt die Produktion? Ich hätte auch da direkt hingucken können, aber wir machen mal einen Gesamtblick hier. Oh, 3300 Liter. Und wir müssen dringend wieder auffüllen. Gut. Wir hüpfen hier mal durch. Der Drescher ist noch nicht so wirklich voll. Ich würde sagen, wir geben die 25.000 Liter mal schnell rüber in die Produktion. Oh oh, wird durch ein Objekt blockiert. Der Baum. Mein Freund, der Baum, ne? Der steht im Weg. So sieht's aus. So geht's. Wunderbar. Irgendwo war ich doch gerade am Fahren. Da. Da waren wir am Fahren. Ja, dann werde ich jetzt die gute Ladung mal abgeben. Mann, ist hier gerade Verkehr? Ist ja fürchterlich. Und sich an Verkehrsregeln halten hier, weil. Die tun das aber auch nicht hier. Die fahren ziemlich mittig hier, die Jungs. Ich werde hier mal wagemutig. Ich mach so mal den Blinker raus hier. Vielleicht sehen, was Sache ist. Den wieder zurück. So. Aber ich brauche natürlich auch ein bisschen Schwung. Mit Inhalt ist es immer einfacher, hier hochzufahren, ein bisschen Schwung drauf hatte. Langsam werden wir jetzt von alleine. Ja, da haben wir schon die ersten 10 km verloren. Aber wir sind noch gleich oben. Dabei haben wir fast die zweiten 10, also insgesamt 20 verloren. Schneiden hier mal schön die Kurve. Geben das Ding in die Produktion. Ja, 58% hat er schon wieder. Das heißt, wenn wir zurück sind, dürfen wir ihn wahrscheinlich gleich schon wieder leer machen. So einfach ist das Ganze. Eiern wir hier schön durch die Gegend. So. Da sind wir wieder. Ist er ernst? Ich bin. Oh Gott. Ich heile mich hier noch ein. Beim Rauffahren zum Rapsack geben, schwerst verunglückt. 8-mal angeeckt, 20-mal gegengefahren. Das ist ja ein Traum. So. Biodieselproduktion gerettet. Das ist schon mal gut, würde ich sagen. Kommt kein Verkehr. Schon mal gut, würde ich sagen. So. Klettern wir mal den Berg hoch. Schauen wir mal, wo wir dann landen. Da unten ist unser Drescher. Fahren wir gleich rechts rein. Dann sind wir schon wieder direkt am Feld. Fast vor dem Korntank. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Wir müssen das andere Feld noch zu Ende güllen. Dürfen wir auch nicht vergessen.
Beste ist, er dreht sich jetzt gerade außer Frucht raus mit dem Rohr. Das finde ich sehr angenehm, muss ich sagen. Weil ich glaube, ich werde jetzt gleich eine Mitfahrentleerung machen hier. Setz da mal schön an, mein Freund. Also schön. Fliegen hier eine Runde neben dir her. Hol dir das Zeug aus dem Tank. So. Das wird jetzt mehr wie 8600 Liter sein, logischerweise. Ja, natürlich in der Zeit noch Met, wo ich hier auf ihn abtanke. Gucken wir, wie weit wir kommen. Solange noch schnell abtankt, bleibe ich dabei. Und sobald er jetzt gleich langsamer wird, er wird jetzt schon langsamer. Ist ein bisschen weniger, war ja auch noch nicht voll. Ich fahre es mal mit, dass wir die 8600 haben. So. Ja, dann kann er jetzt in Ruhe seinen Spaß ab zu Ende machen. Das ist das. So, dann sind wir über die Gülle fast. Wunderbar. Drehen wir noch eine Runde hier. So. Gülle fast an und schon geht's hier weiter. So. Soll ja alles klappen. Ja, wenn wir hier mit Güllen fertig sind, dann werden wir erstmal sagen, dass die Seemaschine versuchen soll, den Flug einzuholen. Ne? So, das ist dann die nächste Idee. So, solange wir Güllen, lassen wir ihn noch Vorsprung machen. Oh, ich habe hier vergessen, das Ende dementsprechend mit der Seemaschine zu machen. Gott, das sollte ich vielleicht auch noch tun. Das heißt, ich hole sie dann mal wieder, glaube ich. Das ist ja ganz doof gelaufen, so. Das ist ja echt doof gelaufen. So. Ja, das werden wir auf jeden Fall auch machen. Ich werde die Bahn jetzt eben zu Ende fahren und dann hole ich glatt nochmal die Seemaschine her. Das ist ja keine kleine Ecke, da habe ich ja eine ganze Menge weggelassen. So, steht der Klaas noch dran? Ja. Den machen wir an. Der hat aber schon abgekuppelt, ja. Dann kuppeln wir auch noch wieder an. Dann darfst du nochmal auflaufen hier. Halbes Feld vergessen. Dann geht das ja nicht. Aber es ist ja relativ dicht dran. Und ist auch auf dieser Seite, ja, das ist schnell gemacht. So, hier schmettern wir schon durch die Gegend. Das ist auch wunderbar. Gleichen wir das eben aus, werden den Rest eben zu Ende grünen. Dann haben wir ein Pferd, ein Feld natürlich komplett schon fertig. Hier ist gerade am Vorsprung flügen sozusagen. Jo, hier fehlt ein ganzes Ende irgendwie. Das ist ja fast dreist. Ich glaube, ein bisschen auseinander. So. Gleich runter, gleich an. Und dann, hier will ich ein paar schnelle Bahnen machen. So. So.
Ja, schnelle Kurzbahn wie die Meister drin. So, hoch und raus und einklappen. Nicht im Wald hängen bleiben hier. Tun wir auch nicht. Jetzt fahren wir das gute Stück schon wieder nach Hause. Da werden uns die ich glaube, wir gleichen da erstmal ein bisschen ausgleichen. Da bleibt jetzt eine ganze Menge stehen. So, erstmal fahren wir den Weg zurück. Und dann werden wir wieder gleich oder können wir morgen dann da vorne noch ein paar Reste noch wegmachen. Das sieht ja so nicht aus. Das kann man da so nicht stehen lassen. Nee, nee. Ja, dann darf ich nicht vergessen, haben wir nochmal einen Sojabohnenfeld. Also läuft wie blöd, sag ich ja nur. Läuft wie blöd. So. Ja, da sind wir schon wieder am Ende der Folge. So schnell geht's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen nach oben wäre schön. Share natürlich auch. Schaut euch meine anderen Let's Plays an, ist glaube ich für jeden was dabei, für Landwirtschaftssimulator und dann würde ich mich auch über ein Abo freuen, dann sage ich danke und bis morgen.